Ja, ich habe gelesen, schon vor ihrer Geburt am 11. Juni 1948 fand die erste Vorstellung des Puppentheaters von Hans und Marianne Krauss statt. Können Sie sich noch erinnern, als Sie zum ersten Mal eine Vorstellung von Kasperl und Bezi gesehen haben? Die erste Vorstellung, die ich von Kasperl und Bezi gesehen habe, war im österreichischen Rundfunk im Fernsehen, schwarz-weiß. Das war 1957. Da hat es immer am Mittwoch um 17 Uhr Kasperl gegeben. Und die erste Live-Aufführung habe ich im Dezember 1973 gesehen, hier in der Wiener Urania. Da habe ich mich um eine Stelle beworben und da musste man vorher ein Stück anschauen, damit man weiß, was da auf einen zukommt. Und da sah ich Rotkäppchen. Und am nächsten Tag war ich schon im Team dabei. So schnell gegangen. Ja. Ja. Das heißt, Sie haben dann gleich sind hingegangen oder angerufen? Ich habe erfahren, dass in der Urania Personal gesucht wird. Und Ja. da habe ich mir gedacht, Urania, das ist eine sehr edle Adresse, da schaue ich hin, was die da wollen. Nicht? Dann kam ich daher, das waren das alte Gebäude, also vor der Renovierung, da gab es auch noch einen Portier. Und er hat gesagt, gehen Sie hinunter in den Keller, dort sagt man Ihnen dann das Weitere. Und da habe ich bei mir gedacht, aha, Heizer. Aber es wurscht, schaue ich mir an. Und bin runtergegangen und habe keinen Ofen gefunden, sondern das Ehepaar Kraus. Und der Hans hat mir dann über eine Stunde vom Puppentheater erzählt. Da ist mir dann gedämmert. Das ist der Kasperl, den ich mit 6 Jahren im Wirtshaus beim Fernsehen gesehen habe. Und jetzt stehe ich ihm direkt gegenüber. Also so kam ich dazu. Nicht? Und dann hat er gesagt, ja, morgen bitte um 1 Uhr Dienstbeginn. Und dann, ja, wunderbar, alles herrlich. Keine Ahnung gehabt, was ich da tun soll. Und hab's halt drauf ankommen lassen. Ich mache ganz kurz.